willkommen zurück. Ihr seht, ich habe heute einen Special Guest. Hello. Die liebe Sarah ist bei mir und ich freue mich, weil ich wohne ja jetzt in München. Sarah wohnt in München, wir wohnen gefühlt 5 Minuten auseinander und jetzt werden Videos gedreht. Auf jeden Fall. Und wir waren heute zusammen shoppen im DM, haben einige Neuheiten und Live-Tests für euch und wir würden sagen, los geht's. Also Sarah und ich waren zusammen im DM, weil wir nämlich auf ihrem Kanal ein sehr cooles Video gedreht haben. Was haben wir gedreht? Ich habe mich umgestylt in mich, was das Make-up angeht. Richtig, genau. Und da hatte Sarah halt noch eben was geholt, weil ich nicht unbedingt die Hautfarbe von Sarah bin, wie man sehen kann. Ne? Das ist so krank. Ach, minimal. Sarah ist so braun. Ich war einfach nach ihr im Urlaub und... Ja, ich war im April. Ja, ich war im Juni. Das ist krank. Aber okay, macht nichts. Jedenfalls brauchte sie halt ein paar Produkte, um eben den Hautton von mir zu finden. Und ich bin währenddessen im DM so ein bisschen rumgeschlendert, habe ein paar Neuheiten entdeckt und ja, da dachten wir, für meinen Kanal werden wir die jetzt mal zusammen ausprobieren. Ich habe hier eine große DM-Tüte, wie immer. Da ist viel drin. Da ist viel drin, ja. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Und zwar mit diesem Produkt hier. Also als allererstes habe ich mir hier von Colab das Dry Shampoo gekauft. Sarah und ich haben festgestellt, dass wir die beide sehr gerne mögen. Ich habe es heute drauf. Ja, nur die gelbe Version, ja. Die gelbe, wie hieß die nochmal? Good Vibes. Good Vibes, okay. Ich habe normalerweise immer die grüne mit den, ich glaube, Palmenblättern. Flamingos, oder? Nee, ich meine, Palmenblätter sind es. Also auf jeden Fall die grüne Version. Ich weiß es gerade nicht. Als ich aber jetzt im DM war, stand hier bei diesem Produkt neu und es sah sehr schön aus. Und ich habe sogar gesehen, dass dieses Produkt hier in Kooperation mit einer Bloggerin ist. Und zwar heißt die Ruth Crilly. Kennst du? Ich jetzt nicht. Nee, ich auch nicht. Aber das Produkt sah auf jeden Fall schön aus. Und da meins gerade nicht vorhanden war, dachte ich, ich probiere das hier einfach mal aus. Und die sind wirklich super gut. Hinterlassen keinen grauen Schleier. Wirklich nicht, ja. Genau, und von daher... einfach mal mitgenommen. Das ist das nächste Produkt und zwar ist das von Beauty. Ja. Das Gold Glow Eye Pad Mask. Aha. Eine goldene Augenmaske. Feuchtigkeit spendend und glättet intensiv. Ich finde, also ich habe sowas zu Hause in Massen liegen, weil ich liebe es, was in der Pool unterm Auge zu tragen. Immer aber nur unterm Auge, ne? Immer unterm Auge. Ja. Und ja, soll schön kühlen. Und wenn man sowas im Kühlschrank aufbewahrt hat, ist nochmal so ein extra frischer Kick. Ja, das stimmt, genau. Und ich habe sogar gelesen, steht da drauf? Das hat, glaube ich, irgendwie... Oh, hier. Anti-Aging-Elixier aus 24-karätigem Gold, veganer Hyaluronsäure, pflanzlichen Kollagen und Zauberstrauch. Klingt spannend, ja. Ja, keine Ahnung. Also haben wir jetzt nicht ausprobiert, weil ich finde, jede Augenmaske ist eigentlich relativ ähnlich. So, ne? Und die hier, ich kann euch die gerne nochmal ganz kurz zeigen. Oh, wow. So sieht die aus. Das ist halt so eine Gel-Augenmaske. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan und ich glaube, du auch, von denen von Garnier, die jetzt rausgekommen ja. sind. Die sind ganz, ganz dünn. Die sind auch eher wie so eine Tuchmaske. Tuchmasken, ja. Mhm, genau. Und die, finde ich, spenden richtig Feuchtigkeit. Diese Gel-Dinger, weiß ich immer nicht so, was ich davon halten soll. Da aber, merkt man einfach nicht, dass das Serum drauf ist, finde ich. Genau. Ich finde bei Garnier, bei denen, da zieht die Haut richtig das Serum ein und da... Ja, hier ist es mal ein bisschen schwierig, ne? Ja. Aber die sahen auf jeden Fall cool aus und deswegen haben wir sie mitgenommen. Und da stand auch die Markierung Gold dran. Ich sag's extra nochmal dazu. Warum mache ich gerade so? Okay. Sehr gut. Nee, ich sag's extra nochmal dazu, weil viele von euch sind immer böse, wenn ich nicht unbedingt Neuheiten habe. Aber ich achte da jetzt drauf, also das hier war neu. Als nächstes ein YouTuber-Produkt. Ich bin immer ganz stolz, wenn so ein paar von unseren Kollegen Produkte rausgebracht haben. Auf jeden Fall. Und hier war ich sehr stolz, denn ich mag Maren und Tobi beide sehr, sehr gerne. Und die haben jetzt mit Balea, also mit DM, eine Daily Care rausgebracht. Also da ist so ein Ständer im DM und da hat Tobi seine Linie in blau und Maren hat ihre in so einem Pinkton. Und Sarah und ich haben das gesehen, wir dachten so, hey, das testen wir live vor der Kamera, ja. Weil wir kennen es beide nicht. Du genau, auch, ne? Nee, ich kenn's auch nicht. Genau, und ich habe hier mitgenommen das Mousse to Oil oder den... Bodyschaum. Mousse to Oil Bodyschaum, genau. Mhm. Alles andere kannte ich, das war eine Handcreme, das war Shampoo und so weiter, glaube ich. Aber das fand ich sehr interessant. Und ja, ich glaube, man schüttet das jetzt einfach. Ich bin echt gespannt, wie es riechen wird. Ne? Okay, du auf deinen Handrücken, ich auf meinen. Okay. Ah, da. Oh. Okay, riech mir zusammen. Ja, warte. Riechen wir? Okay, 3-2-1. Sehr parfümiert. Riecht sehr gut. Ich mag es gerne. Ich mag es auch gerne. Krass, also ich liebe es, wenn Produkte auch stark riechen. Ja. Ich mag das auch an Schminkprodukten.
Aber man muss es mögen. Ich wollte gerade sagen, also ich persönlich mag es auch ganz gern, weil dann kann ich mir das Parfüm so ungefähr ersparen. Ja, ja. Also es soll jetzt ein Schaum sein, der zu einem Ölprodukt wird, ja? Mal gucken. Boah, das riecht richtig gut. Riech jetzt nochmal. Ja. Jetzt hat es weniger Unterton. Ja, das stimmt. Jetzt wird es angenehm. Oh, und es wird tatsächlich zu einem Öl. Guck mal. Hä, das ist ja cool. Krass. Voll. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Meine Hand glänzt auf jeden Fall. Aber, ah ja, hier, guck mal. Das ist mit Mandel, Marula, Babassu, Jojoba und Sonnenblumenöl. Also viele wertvolle Öle drin. Und ja. Ich rieche immer noch, aber es riecht echt, es riecht gut. Ja, es ist gut auf jeden Fall. Schreibt an dieser Stelle mal in die Kommentare, wer schon alleine wohnt und wer nicht. Oh Mann. solche Sachen lernt man richtig zu schätzen, wenn man alleine wohnt, oder? Ich sag's dir, Top-Tipp Nummer 1, das sind die besten. Die WC-Frische, ne? Ja, ja, ich liebe das. Kann man das so sagen? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist einfach eine Sache, ich glaube, die landet bei uns beiden einfach immer im Warenkorb, im Haushalt, braucht man. Ja, ist ja einfach notwendig. Ist einfach Hashtag Hausfrau-Style. Gut. Was bei mir auf jeden Fall auch wieder mit musste, war von Baby Love dieses Pflegeöl hier. Ich liebe es ja, mich mit Öl abzuschminken. Und ich nutze aktuell von Paola Maria, also von Lovely, ihrer Marke, das Abschminköl. Und habe gerade vor kurzem jetzt schon in einem Instagram-Livestream gesagt, wie ich das finde und was ich schlecht an dem Produkt finde. So blöd es jetzt klingt. Falls ihr da auf YouTube noch mal ein bisschen mehr darüber wissen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall muss ich aber sagen, dass ich immer wieder zu diesem Produkt hier zurückgehen würde, weil... Ist das, was du letztens gesucht hast in der Drogerie? Ja, und jetzt gibt es wieder. Stimmt, okay. Letztes Mal gab es das nur groß, ne? Das gibt es nämlich auch in so einer Flasche und mit dem hier komme ich schon locker ein halbes Jahr hin. Krass. Keine Ahnung, wie lange ich mit der großen hinkommen werde, aber die große ist halt keine Reisegröße und ich finde es halt gerade für unterwegs immer sehr gut, weil, ja, kann man immer einfach mitnehmen und es entfernt halt sofort alles an Make-up. Also für mich das Beste. Ist halt normales für Baby so, ne? Und oh, das riecht auch nach Baby. Popo. riecht gut. Dann gibt es von Essence natürlich das neue Sortiment. Das habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen. Ja, habe ich. Oder? Nicht. Nein, aber wenn ihr mehr zu dem neuen Sortiment wissen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Genau, und ich habe jetzt hier auch mal diesen roten Lidschatten aufgetragen. Ich finde den richtig heftig. Der ist wahnsinnig. Also das sind die Melted Chrome Eyeshadows, also wirklich butterweich. Buttrig zwischen den Fingern. Und wirklich wahnsinnig gut pigmentiert, Schimmernd schön metallisch. Ihr könnt es gut erkennen auf meinem Auge, also top. Ja. Farbabgabe toll. Hammer, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Copami heißt die Farbe, die ich jetzt verwendet habe. Genau. Gibt es noch in ganz vielen weiteren Farben. Hier noch Ironic, dann gibt es die noch in Think About You. Ja, einfach schöne Zink. Schöne. Schöne Farben für den Alltag und sowie auch eben für stärkere Make-up-Looks. Wenn wir gerade schon bei Essence sind, dann bleiben wir dabei auch. Ich habe mir hier noch drei neue Lippenstifte mitgenommen. Und zwar sind das hier die Color Boost Mad About Matte Liquid Lipsticks. Die gab es ja im letzten Sortiment von Essence schon in so einem schimmerigen Ton, Shine-mäßig, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall sind das jetzt die Liquid Lipsticks davon. Und ich habe mir einfach mal irgendwie passend zum langsam Herbst werdend und zwei natürliche Töne habe ich mir auf jeden Fall hier in Orange, so ein Schlüpfer. Schlüpfer, was? Ich wollte Schlüpfer-Oma rosa sagen. Ah, okay. Und so ein Creme-Rosa. Die drei Töne habe ich mir mitgenommen und ich muss sagen, ich finde, die haben eine ganz tolle Farbabgabe und die trocknen auch wirklich matt. Also ist jetzt nicht so ein krasser Liquid-Lipstick vergleichbar mit Kylie Cosmetics, aber für die Drogerie und für Essence sind die hier wirklich sehr, sehr gut und ich mag die gerne. Eine matte Lip Cream eigentlich. Richtig. Eher, gell? Ja, ja, genau. Ich muss sagen, der Ton ist jetzt hier ein bisschen krass orange. Steht bestimmt einigen, aber ich greife dann doch lieber auf die zurück. Aber ich wollte eben auch mal so eine Farbe testen, wo ich einfach dachte, okay, mal gucken, was die so drauf hat, weil die ist halt knalliger. Und ich muss sagen, die haben auf jeden Fall alle den Test bestanden und vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Was auch noch mit musste, ist Washi Tape. Der Name, Washi Tape. Washi Tape, ja. Auf jeden Fall richtig süß mit Herzchen, Roségold, mit so Donuts. Sprinkles, ja. Genau. Und alles Gute, also richtig schön, um Geschenke zu verzieren, wenn jemand Geburtstag hat, um zu basteln, einfach mal so.
Sarah und ich sind jetzt auf den Basteltrip gekommen. Ja. Seit dem Benefit-Event, schaut gerne Sarahs Vlog dazu nochmal an, malen wir gerne Sachen aus und basteln. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es war richtig cool. Das war wirklich cool. Also von daher. Wenn man sowas daheim hat, ich meine, wer weiß, was noch so kommt, ganz kurzfristig, man hat dann einfach was zu Hause zum Verzieren, braucht man. Ich zeige euch jetzt was, was ihr in meinem Gesicht gerade schon sehen könnt. Und zwar, schon wieder von Essence fällt mir gerade auf, habe ich die hier mitgenommen. Und zwar sind das die Essence Lash On Lash Off Magnetic Lashes. Oh mein Gott. Die Magnetic Lashes, so genau. Die gibt es neu im Sortiment und die bestehen halt jeweils immer aus zwei Wimpern. Eine legt man oben drauf und die andere macht man unter dem Wimpernkranz und durch zwei kleine Magnetpunkte klicken die sich halt zusammen. Und ich glaube, wir dachten beide erst so, das ist eh nichts, ne? Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt gerade schon die hier mit dieser rosé-goldenen Verzierung drauf und ich muss sagen, ich war echt begeistert. Voll, oder? Also das sieht so natürlich und gut aus. Ich sehe nicht mal, wo die... Ich sehe es gar nicht. Nee, ne? Also die sind... Ich weiß auch nicht, ich muss echt sagen, ich bin total begeistert und es ging so schnell und für alle, die sagen, dass ihnen Wimpern aufkleben zu anstrengend ist, zu schwierig ist, zu aufwendig... Den Kleber nicht vertragen vielleicht auch. Zum Beispiel, stimmt. Ja. Auch eine gute Alternative sind echt diese Magnetic Lashes. Die gehen halt nur so an der hinteren Seite, was ich aber gut finde, weil ich glaube, wenn man es vorne macht, würde man es sehen. Wahrscheinlich. Ne? Genau, also von daher, ich habe jetzt die Rosé Goldenen drauf. Die hier sind, glaube ich, so ein bisschen doller, ne? Oh, da schön. Bin ich gespannt. Aber die echt cool, also haben auf jeden Fall den Live-Test absolut bestanden. Eines muss man Essence auf jeden Fall lassen, die Pinsel sind top. Ja. Also ich finde, es ist super schwer, aus der Drogerie passende und gute Pinsel zu finden. Klar, einige sind besser als die anderen, aber diese zwei zum Beispiel, das ist der Eyebrow-Pinsel, ne? Ja. Das ist der, genau, Precise Eyeliner Brush, den ich aber zum Beispiel immer auch für die Augenbrauen verwende. Ich auch, ja. Scheiße. Bye! Und das ist der Blendepinsel, genau, der Eye Blender Brush. Ja. Und, Sag mal, was ist denn los heute? Vorsicht! Oh, ich wollte sagen, der verblendet wirklich gut, der hat nicht zu weiche Borsten, dass das Produkt irgendwie nicht richtig hängen bleibt. Also ich finde, die Pinsel von Essence, die haben sich in den letzten Jahren wirklich gemacht. Ja. Kann man gut verwenden, super für Drogeriepinsel. Und ich finde die optisch auch total hübsch. Ja. Weiß und Roségold. Ich finde, die sehen auch hübsch auf dem Schminktisch aus. Okay, letztes Essence-Produkt für heute, dann hören wir auf jeden Fall auf. Es war keine Absicht. Nein, irgendwie greift man da nur einfach immer zu, weil halt da gerade die ganzen Neuheiten rausgekommen sind. Also, ich habe hier noch, und das passt eigentlich zu diesen Magnetic Lashes, den Lashes to Impress Lash Applicator mitgenommen, weil ich dachte so, okay, für künstliche Wimpern mal schauen, wie der ist. Ich muss allerdings sagen, ich habe ihn live ausprobiert und für mich ist er nicht so unbedingt was, weil mir diese Auftragfläche zu groß ist. Also ich komme eher mit Mini-Pinzetten klar. Ich auch. Und nicht mit so einem Riesending, weil ich mache die ganze Wimper nicht da so dran, sondern Mitte, Anfang, Ende. Ja. Also von daher muss ich da leider sagen, ist für mich keine Kaufempfehlung. Müsst ihr mal ausprobieren, ist jetzt nicht teuer, so dass ihr Verlust macht oder so. Aber ist, finde ich, zu dick. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber würdest du sagen, für Anfänger, was wir verkleben? Nee, echt? Eher für Profis. Ach krass, okay. Ja, also ganz ehrlich, selbst ich hatte Probleme und ich habe früher jeden Tag. Ja, ja. Von daher, naja, aber egal. Dann mache ich direkt mal weiter mit einem Lippenprodukt von Catrice. Und zwar gefällt mir hier die Verpackung auch voll gut. Ja. Wieder Roségold, das ist so milchiges Glas. Ja. Oder nennt man das so milchiges Glas? Ein Lip-Treatment mit Shea Butter. Der ist gut. Also, ich habe die Sache ja für mich gekauft. Genau, Sarah, probier sie gerne aus. Ich fand den gut. Riecht gar nicht. Nee, der riecht auch kaum, aber der ist richtig buttrig auf den Lippen. Also falls du ihn ausprobieren willst, here we go. Der ist halt wirklich super buttrig auf den Lippen, total angenehm. Und ich dachte mir, wie Sarah schon meinte, da der optisch so schön aussieht. Gut, ne? Oh ja. So für die Handtasche einfach jetzt gerade, wenn doch die Temperaturen so langsam kälter werden. I mean, wir haben in 4 Monaten Weihnachten. Dachte ich so, da der ist es gut. Ich habe das erste Mal benutzt. Ich liebe es. Nein, Produkte zum allerersten Mal zu verwenden. Nee, ist wirklich super. Das ist wie in so ein Nutella-Glas. Oh mein Gott, gehen, ne? Geil. Ja, stimmt. Ich streite mich jedes Mal mit Flo, wenn er es macht. Ja. Naja, ja, aber nee, jedenfalls. Gut dann. Ja, gut. Okay. Ja, das war's mit dem DM-Haul. Wir haben natürlich, wie gesagt, auch bei Sarah ein Video gedreht. Schaut sehr gerne vorbei, abonniert sie, lasst da einen Daumen nach oben da. Und vor allem müsst ihr kommentieren, weil ich lese auch ihre Kommentare und beantworte die. Also Oh. Ich habe auch meine Finger im Spiel. Ja, ihr findet jetzt, also hier, wie gesagt, ihr Video verlinkt. Ihr könnt mich aber auch sehr gerne abonnieren. Und dann verabschieden wir uns erstmal. Bis dann. Ciao. Oh Gott. Gleichzeitig. Aber echt.